Fechttraining bei der Koblenzer TG. Unter den Jugendlichen zwei Thailänder. Villadet, genannt Willi, 14 rechts, und sein Cousin Somkit, 15 Jahre alt. Sie gehören zum Talentschuppen des bekannten Fechtlehrers und Meistermachers Eberhard Mehl. Am 29. Mai dieses Jahres kam Willi in Begleitung seines Cousins Somkit, der ihn betreute, mit der deutschen Meisterschaftstrophäe in der Hand, erschöpft, aber glücklich nach Hause. Sie wurden schon sehnsüchtig erwartet. Vor 11 Jahren hatte der Koblenzer Fernsehjournalist Erich Kottny erst Willi und kurz darauf dessen besten Freund und Cousin Somkit adoptiert. Schon bald entdeckten die beiden Jungs ihre Liebe zum Fechtsport. Besonders Willi erwies sich dabei als ein eifriger Trophäensammler, holte Pokale am laufenden Band, wurde erst Schülermeister, dann Landesjugendmeister und zweimal deutscher Meister der B-Jugend. Das ist die Klasse bis zum 14. Lebensjahr. In Thailand, das Willi inzwischen regelmäßig als Tourist besucht, wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Mutter, die als Serviererin arbeitete, ernährte ihre Familie von Küchenabfällen, ehe sie Kottnys Frau wurde und mit Willi nach Deutschland ging. Dieser weiß inzwischen, dass er seinen Göttern für dieses gütige Geschick Dank schuldet. Er ist genau wie Somkit Buddhist geblieben. Beide werden nach dem Abitur für ein Jahr in ein Kloster gehen, so will es der Brauch. Im Fotoalbum seines Großvaters sind Willis Stationen seiner frühen Jugend festgehalten. Auf die rostigen Blecheimer folgte für den Dreijährigen eine Koblenzer Badewanne und ein Wasserklosett. Willi, erinnerst du dich noch an Thailand? Ja, kaum noch. Also ich kam mit 3 her und ich sprach in Thailand gar kein Wort. Aha. Aber du warst im Urlaub schon mal da? Ja, öfters. Wie ist denn das, wenn du nach Thailand kommst? Hast du da irgendwie noch das Empfinden, hier komme ich her, hier bin ich zu Hause oder gar nicht? Ja, schon. Ich habe schon das Empfinden, dass ich da zu Hause bin, aber irgendwie bin ich lieber hier in Deutschland. Wie gefällt es dir in Koblenz? Sehr gut. Und wie bist du zum Fechten gekommen? Ja, also nach der Grundschule bin ich aus Max-Nauer-Gymnasium gekommen und wir hatten Herrn Mehl als Sport- und Kunstlehrer und dann hat er uns mal in einer Stunde gefragt, wer Lust hätte, mal zu fechten. Und da habe ich mich gemeldet mit ein paar anderen. Und als er gesehen hatte, dass ich gut war, hat er mich gefragt, ob ich mal in Verein gehen möchte. Und da habe ich darauf Ja gesagt. Eberhard Mehl, Olympiadritter von Rom, hat nicht nur Willi Kottny zu einem Klassefechter gemacht. Wo liegt das Erfolgsgeheimnis des ehrenamtlichen Fechttrainers? Normalerweise sind die Fechttrainer ausgebildet in konventioneller Weise. Und da ich Sportlehrer bin und mich für den Hochleistungssport interessiere, habe ich versucht, die Trainingslehre, die moderne Trainingslehre, umzusetzen, Fechten. Und das bringt halt Erfolg. Ne? Sie haben 2 aktuelle deutsche Meister, deutsche B-Jugendmeister in Ihren Reihen, den Marco Müller und den Willi Kottny. Und was den halten Sie Link, vom? Der ist auch Dritter geworden, der A-Jugend. Ja. Den sollte man eigentlich nicht vergessen. Ja, Ihre Meinung zu Willi Kottny? Willi hat erstmal eine außergewöhnliche kämpferische Qualität. Er kann also auch in aussichtslosen Situationen dem Gegner einfach wieder seinen Willen aufzwingen. Das ist die eine Fähigkeit. Die andere Fähigkeit, er hat also eine Naturbegabung für Bewegung. Er ist sehr elastisch, leicht, schnell und hat eine gute Auffassungsgabe für Technik. Und das sind im Grunde genommen Voraussetzungen, mit denen man blendend arbeiten kann. Besser geht es eigentlich nicht. Ne? Inoffizielle Stadtmeisterschaften in der Koblenzer Sporthalle Oberwirth. Turnier um das goldene Nugget. 14 Fechter der beiden großen Vereine CTG und Königsbacher treffen aufeinander. Da sich das Feld vorwiegend aus den älteren A-Jugendlichen zusammensetzt, hat es der 14-jährige Willi schwer, sich zu behaupten. Als einziger Vertreter der B-Jugend erreicht er das Finale. Dort landet er nach 3 Siegen und 2 Niederlagen auf dem undankbaren 4. Platz. Somkit aber kommt auf Rang Nummer 3 und erringt damit die Bronzemedaille. Eine weitere Trophäe in der Sammlung der beiden Koblenzer Kottnys aus Thailand.